Herzlich willkommen zum besten Podcast im ganzen Universum. Trick 17 mit Ben und Kai. Hallo und herzlich willkommen zu Trick 17. Und wie versprochen, mit der Fortsetzung der Sendung zu den NFC-Tags mit TRI 01.2, die große NFC-Zauberschau. Wie immer mit dem fantastischen Ben. Achso, ich dachte Kai. Wie immer mit dem fantastischen Kai, mir und auf der anderen Seite Ben. Und dem anderen Typen. Hallo. Trick 17, Teil 2, jetzt wird geheiratet. Jetzt wird geheiratet. Die Rückkehr der NFC-Ritter. Okay, also es ist viel passiert, viel Cooles, muss man mal sagen. Wollen wir das gleich jetzt schon erzählen? Nach der ersten Sendung? Kannst ja schon mal ein bisschen die Ohren wässrig machen, der Hörer, und sagen, was gleich noch kommt. Wir hatten ja in der vergangenen Folge aufgerufen, dass ihr euch gerne meldet mit Anregungen, Fragen, Ideen zum Thema NFC-Tags. Einige von euch haben auch schon gesagt, dass sie sich die Tags besorgt haben und gespannt sind auf diese Sendung. Aber nicht nur Hörerinnen und Hörer haben sich gemeldet, sondern auch eine Firma, die sich mit NFC-Tags, also dem Handel mit diesen Produkten befasst und aber auch der Technik, die dahinter steht, die man zum Beschreiben der Tags benötigt, ne? Genau. Und weil es ja schwierig ist, online immer so ein paar Interviews zu führen und wir das ja auch noch nie gemacht haben, so im Rahmen von Trick 17 gab es da noch keine Interviews, habe ich mir gedacht, ich setze mich ins Auto und folge der Einladung zum Interview und habe mich damit Tarek, dem Vertriebs Leiter und Gründungsmitglied dieser Firma getroffen, aber das hören wir gleich. Erstmal würde ich sagen, werfen wir einen Blick in die Kommentare, in die Teaser-Folge. Da kamen nämlich einige Rückmeldungen schon von euch. Und zwar hat der Jonas geschrieben, zum einen erstmal, dass er unser neues Konzept gut findet. Wir auch. Dankeschön. danke. Also, dass man von heute auf morgen das Konzept so über den Haufen schmeißt und sich dann in der ersten Folge schon jemand meldet und zum Interview einlädt, das ist doch schön super und hat sich doch für uns schon gelohnt. Und auf jeden Fall ist super, dass Jonas sich gemeldet hat. Da habe ich mich auch gefreut, dass er das uns mitgeteilt hat. Genau, er hat auch gesagt, dass er sich jetzt schon auf diese Folge freut und auch schon Text bestellt hat, aber sonst weitere Tipps oder Feedback kommt dann vielleicht in der nächsten Folge noch von Jonas. Das wird uns freuen, wenn du in dieser Folge jetzt auch in die Kommentare schreibst, was du alles ausprobiert hast und wie zufrieden du bist und ob du das im Alltag einsetzt. So, dann gab es noch Dennis, ne? Was hat der geschrieben? Der fand ebenfalls das neue Konzept gut und drückt uns die Daumen, dass es so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, er ist, glaube ich, auch gespannt jetzt auf den zweiten Teil. Ach so, er hat noch den Erweiterungswunsch gegeben, dass wir vielleicht in Folge 1 schon ein paar Links mit zu unseren Ergebnissen rein posten zur Folge, damit sich Leute, die komplett neu sind auf dem Gebiet, auch damit einfriemeln können und wir nicht sagen, wir beschäftigen uns jetzt damit und wir hören uns dann in ein paar Wochen zurück, sondern dass wir so ein bisschen Starthilfe geben. Mhm. Ist eine gute Idee, aber die erste Folge war ja gerade gedacht dafür, dass wir sie früh veröffentlichen, ohne selber getestet zu haben und selber wissen, was wir empfehlen. Einfach damit wir gemeinsam das erarbeiten und in Folge 2 dann die Ergebnisse präsentieren. Genau. Und man muss auch dazu sagen, das ist jetzt natürlich ein Technikthema, das auch eine gewisse Komplexität hat. Da werden wir in den folgenden Folgen, wir haben ja so ein bisschen auch jetzt überlegt und geplant, da werden wir jetzt auch Sachen in Zukunft dann machen, die nicht mehr so hochschwellig sind, die man dann auch intuitiv und vielleicht einfach nur mit dem Hinweis, was wir so vorhaben, dann ganz gut vorbereiten oder mitmachen kann. Ja, die Dinge hat dann eigentlich, was es ja eigentlich, worum es eigentlich bei Lifehacks ja geht. Und Lifehacks sind ja immer noch unser Rahmen oder unser Thema, unser Hauptthema, sind ja Sachen, die man zu Hause hat und nicht extra kaufen muss. So rennen wir immer rum und bewerben das. Und wenn wir jetzt in der ersten neuen Folge sagen, ja, aber jetzt müsst ihr erstmal los und NFC-Tags kaufen, ist natürlich schwierig. Aber es wird alles anders und wo die Welt und Reise hingeht. Wir werden es gemeinsam mit euch erleben. Genau, dann hatten wir auf Twitter noch eine Anregung von Martin Maat. Der hatte vorgeschlagen, dass wir zum Thema NFC-Tags ja vielleicht jemanden vom CCC begeistern könnten, uns ein Interview zu geben oder Hinweise oder Rückmeldungen, weil natürlich da
die richtigen Hacker setzen, die auch mit Technik umgehen können, habe ich dann auch nochmal aufgenommen, den Vorschlag. Wir hatten dann, glaube ich, in der Telegram-Gruppe von einer CCC-Gruppe eine Rückmeldung, aber so richtig entstanden ist daraus jetzt nichts weiter. Also ein Hacking Space hatte gesagt, dass sie NFC-Tags nutzen, um ihre Türen zu öffnen, also als Schlüssel sozusagen. Und da hatten sich übrigens mehrere gemeldet, die auch recherchiert hatten zu dem Thema. Und da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Genau, es ist immer ein guter Hinweis. Ich packe auch gerade nochmal den Link zu unserer Telegram-Gruppe in die Shownotes. Da ist mittlerweile eine richtig schöne kleine Community entstanden, wo wir uns austauschen. Ich weiß gar nicht, wie viele da, 30, 40 Leute, wie viel sind wir da momentan? Viele lesen natürlich nur, aber da ist eigentlich fast jede Woche, gibt's da wieder einen, der Themen reinschmeißt und manchmal sind es auch wir und diskutiert. Und außerdem gibt's da natürlich immer ein paar kleine Vorab-Infos. Also, dass wir ein Interview gemacht haben, das haben die Leute da schon erfahren. Könnt ihr uns einfach mal da besuchen. Übrigens nochmal, das war der Lukas, der eben auch plant, im Studentenwohnheim den Fitnessraum mit so einem Schlosssystem mit NFC-Technik umzusetzen. Und bei der Recherche ist er dann auf uns gestoßen. Und noch ein Themenwunsch, er wollte den Unterschied zwischen den NFC-Tags und dann gibt es noch eine neuere Technologie, mit der es dann also DES Firetags oder ich weiß nicht, wie man sie spricht, professionell, da mit denen angeblich dann schon mehr geht, können wir als Themenvorschlag gerne aufnehmen, Lukas, aber wir haben uns ja jetzt vorgenommen, dass wir nicht über Dinge reden wollen, die wir jetzt auch nicht direkt ausprobieren konnten und wir haben jetzt halt die alten, die Vortechnologie, die NFC-Tags, die man jetzt auch schon kennt und diese neuere Technologie, mit der man, glaube ich, dann ganze Dateisysteme und Programme wohl auch dann auf den Tags installieren kann, wenn ich das richtig sehe. Das machen wir dann vielleicht ein anderes Mal. Ich glaube, das geht auch schon sehr, sehr ins technische Detail und wir wollen es ja doch verständlich für so ziemlich jede und jeden halten. Und wenn es dann wirklich in irgendwelche Entwicklungen oder Programmierung oder sowas geht, ich glaube, das ist dann auch gar nicht unser Schwerpunkt, ne? Aber soll halt einfach sein. Ich wollte jetzt nur darauf eingehen, dass der Vorschlag ist angekommen, aber machen wir jetzt in dieser Folge mal nicht, um das zu halten. Ja, prima, dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Punkt. Du hast es ja gerade schon angekündigt, wir waren zu Gast bei NFC 21 und die Jungs haben es mir im Nachgang noch erzählt. Ich habe vergessen, im Interview nachzufragen, warum denn 21, aber das fand ich eine schöne Anekdote. Die Firma heißt NFC 21, weil man, um eine Firma zu gründen, zwei BWLer und einen Informatiker braucht, deswegen NFC 21 und auch deren ganzen Dienste, die ihr auch verlinkt findet und die wahrscheinlich auch im Interview erwähnt werden, heißen auch alle mit 21. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit Tarek und mir und viel Spaß beim Hören. Wir hören uns nach dem Interview. Ich befinde mich heute in Mülheim und das ist eigentlich gar nicht so besonders, denn da wohne ich auch. Aber ich bin nicht zu Hause, sondern heute bei NFC 21. Bei mir sind Marco und Tarek. Hallo, schön, dass ich da sein darf und euch mit unnützen Fragen bombardieren. Hallo, sehr gerne. Tarek und Marco sind die Gründer. Gründungsmitglieder zusammen mit Werner Gaulke von NFC 21, einer Firma in Mülheim, die sich um das Thema NFC gegründet hat. Begeisterte Freunde, aber erzähl erst mal so ein bisschen, wie habt ihr euch denn kennengelernt und wieso gibt es NFC 21? Kennengelernt haben wir uns eigentlich schon in der Schulzeit, also Marco und ich kennen uns aus der Schulzeit, haben damals während des Studiums schon eine Selbstständigkeit hinter uns gebracht, war nicht die erfolgreichste, aber wir wollten halt auch mal Erfahrungen sammeln, reinschnuppern, haben dann den Werner über eine Praktikumsstelle kennengelernt, also er war bei uns Praktikant und das Team passte super zusammen, haben halt auch dann die schwereren Zeiten durchgemacht miteinander und irgendwann dann halt die erste Firma gemeinsam gegründet, erfolgreich aufgebaut und aus dieser Idee entstand dann irgendwann NFC 21 und ja, heute sind wir dann halt mittlerweile mit 7 aktiven Mitarbeitern hier ansässig in Mülheim und bauen NFC 21 weiter auf. Warum zur Hölle NFC? Was ist das überhaupt und warum interessiert ihr euch dafür? Also
generell, also NFC steht erstmal für Near Field Communication, also Nahfeldkommunikation. Und das war halt ein Thema damals. Werner hatte sich damit beschäftigt. In Mülheim gab es keine Bezugsquellen, beziehungsweise in Deutschland gab es keine Bezugsquellen. Wir können das ein bisschen erweitern. Und dann haben wir uns halt dem Thema angenommen und gesehen, dass es einfach Markt unter Umständen dafür geben kann. Das Gute war bei uns, wir hatten alle Kernkompetenzen, um so eine Idee umzusetzen, bei uns selbst. Wir mussten also keine großartigen Gelder in die Hand nehmen, um diese Idee einfach mal in den Markt zu bringen, um zu schauen, was passiert. Ja, und wir hatten halt einen hohen Zuspruch, konnten halt die ersten Verkäufe erzielen, Erfolge erzielen und haben deswegen das Ganze mal weiter aufbauen können und sind da jetzt, wo wir halt stehen. Hattet ihr dann persönlichen Bezug zu dem Thema oder habt ihr einfach nur festgestellt, das gibt's nicht und das ist interessant, oder wart ihr früher schon Tüftler und Frickler, die gesagt haben, jetzt springen wir auf diesen innovativen, damals noch innovativen Zug auf? Marco und ich eher nicht, also ich spreche auch mal für Marco. Der Werner war halt eher der technisch avisierte oder ja, visierte, studiert halt auch Informatik und deswegen hat er sich mit dem Thema generell auseinandergesetzt. Wir kannten es bis dahin noch gar nicht. Und ja, sind eher durch Werner da reingerutscht. Und als Team haben wir dann halt die Idee verwirklicht. Was ist eigentlich NFC? Also wie funktioniert das? Und also so ein bisschen das Technische würde ich gerne verstehen, weil da habe ich gar überhaupt keine Ahnung von. Also NFC selber ist halt eine kleine Antenne mit einem Chip. Und dieser NFC-Chip wird beispielsweise von NXP produziert und dann wird eine Antenne drumherum gespannt. Das Spannende an NFC ist, dass es halt passiv ist. Wir haben also keine aktive Energiequelle, somit auch keinen hohen Wartungsaufwand. Diese Produkte sind, wie gesagt, passiv und erst durch ein Smartphone beispielsweise wird diese Antenne sozusagen aktiviert, also das Auslesen aktiviert und die Information, die auf dieser Antenne hinterlegt ist, ist halt wie ein kleiner Speicher, wird dann abgerufen. Das Handy schickt dann einen Impuls oder eine Spannung oder? Genau, so kann man sich das vorstellen. Die Antenne wird kurz aufgeladen und die Information wird dann über das Handy abgerufen und dann halt auf dem Display angezeigt. Und wie kann dieser passive Chip, ohne dass sich da irgendwas mechanisch bewegt oder irgendwas verstellt, also wenn so eine CD brennt, kann man sich das ja vorstellen, dass da Daten draufgehen. Wie kann so ein passiver Chip programmiert werden? Auch mittels Smartphone beispielsweise ist die einfachste Art und Weise. Mittlerweile gibt es auch USB-Reader für den PC und eine Software, aber das Beispiel NFC ist sicherlich für die meisten Zuhörer auch eher das Exempel. Das ist halt so, ich habe eine App auf dem Handy, kann dort die Informationen hinterlegen, die ich hinterlegen möchte, halte das Telefon an den NFC-Chip und dann wird die Information übertragen. Genauso, als wenn ich diese Information auslese. Also Schreib- und Lesevorgang ist in dem Fall identisch. Und wie hält die Information auf dem Chip? Vergleichbar wie mit dem USB-Stick. Es ist halt einfach wirklich ein Speicher, der hat eine gewisse Byte-Anzahl. Im NFC-Bereich sprechen wir eher über kleinere Speichergrößen. So ein typischer Chipsatz, der in der Regel bestellt wird, hat 137 Byte. Also wirklich sehr, sehr wenig. Ist halt nicht dafür da, um einen USB-Stick zu ersetzen, sondern wirklich für verschiedene andere Anwendungsfälle. Und diese Byte-Zahl reicht dafür halt entsprechend aus. NFC ist ja jetzt erstmal nur das Kommunikationsmedium, der Standard, um Informationen im Nahfeldbereich zu übertragen. Jetzt fokussiert ihr euch ja stark auf NFC-Tags, also diese Speicher. Wo kann man denn diese NFC-Tags überall anwenden? Also was kann man damit machen? Unabhängig jetzt von dem, kommen wir gleich noch drauf, was ihr jetzt damit macht. Also wir selber, wir haben diese Tags ja in verschiedenen Baureihen. Also wir haben Anhänger, Karten, Armbänder und der normale Aufkleber beispielsweise. Wir selber verkaufen die halt ganz normal über unseren Shop oder über Amazon und eBay. Und dort muss man dann halt unterscheiden, wozu nutzt der Kunde es. In der Regel für eine Gerätesteuerung. So nutzen wir dies beispielsweise auch selber. Also beispielsweise im Fahrzeug habe ich einen Aufkleber, der entsprechend programmiert ist. Wenn ich mein Telefon dran halte, wird meine WLAN-Funktion deaktiviert, Bluetooth aktiviert, meine Musik-App wird gestartet und noch weitere Apps, die ich möchte. Und das ist halt alles so hinterlegt. Also man nutzt es halt, um eine gewisse Annehmlichkeit zu haben. Und das ist unabhängig davon, also weil es ein Standard ist, welches Handymodell ich habe, also jedes Handy, das NFC-Unterstützung hat, kann auch alle Tags auslesen? Ja, genau, also alle aktiven NFC-Smartphones, also aktiv deswegen, auch das iPhone ist ein NFC-fähiges Smartphone, aber die Schnittstelle ist natürlich noch nicht dafür freigegeben, ist aber halt auch NFC-fähig, das muss man halt mal ein bisschen unterscheiden. Also alle Smartphones, deren NFC-Schnittstelle auch aktiv angesprochen werden kann.
die können alle Chips auslesen. Also die nicht nur Samsung-Handys können Samsung-Chips programmieren, sondern das ist ein Standard und ich kann mit jedem Handy an jedem Chip. Genau, es gibt in der Form gar keine Samsung-NFC-Tags. Wir haben halt, also es gibt das NFC-Forum. Das ist ein Forum, das entstand, um Standards zu definieren, wie die NFC-Tags sein müssen, damit die auch mit den gängigen Smartphones kommunizieren können. Und diese Standards sind halt bei den Chipsätzen vorhanden. Es gibt auch noch ältere Chipsätze zu einer Zeit, wo es noch keine Standards gab. Aber wenn wir jetzt über die normale Serie sprechen, so die NXP-NTEC-Serie, so nennt sie sich, die sind mit allen Smartphones kompatibel. Jetzt hast du ja schon ein Anwendungsgebiet geschildert, wo man so einen Aufkleber hintun kann, zum Beispiel in eine Kfz-Halterung. Was gibt's denn noch so? Das Gleiche für zu Hause kannst du es natürlich machen. WLAN, Gastzugang. Wenn deine Freunde nach Hause kommen, müssen sie nicht mehr das Passwort manuell eintippen, sondern halten das Telefon dran und haben sofort entsprechend die Verbindung. Man kann es lautlos stellen, also einen Sticker auf dem Nachttisch, um das Telefon abends nicht mehr manuell zu stellen, sondern wirklich einfach nur dran zu halten. Ich kann Wecker stellen etc. Also das ist so im Consumer-Bereich. Wenn wir uns den Business-Bereich anschauen, dann ist es halt auch interessant. Wir haben eine NFC-Visitenkarte. Dort ist das dann so, dass man beispielsweise die Daten, also die Kontaktdaten, auch elektronisch abrufen kann und diese halt nicht mehr abtippen muss. Das ist noch so ein Fall. Also im Business-Bereich, das wächst eigentlich von Tag zu Tag. Wir haben hier Anwendungsfälle wie ein digitaler Messeparcours oder Produktzertifizierung. Wir können Informationen am Produkt liefern. Das ist also wirklich endlos. Wird NFC oder werden NFC-Tags auch im Smart-Home-Bereich eingesetzt, dass ich irgendwie gemütlich mein Handy an den Tag halte und meine Philips Hue oder meine andere Smart-Lampe angeht oder meine Rollläden runtergehen oder eher weniger? Nee, eher weniger. Also da ist ja meistens noch eine App vonnöten. Das wäre, wenn überhaupt, eher so, dass ich über NFC diese App starte, aber ich kann nicht selber dadurch entsprechende Einstellungen vornehmen lassen. Das heißt, die App startet sich dann über eine API oder sowas, wo der Chip erstmal nur eine URL aufruft, die dann getriggert wird und dann ein Folgeereignis auftritt, oder? Genau, in dem Fall wird tatsächlich die installierte App einfach aufgerufen. Das wird dann auch wieder kodiert auf diesem Chip. Also die Kodierung ist der Schreibvorgang und dann wird die halt entsprechend aufgerufen auf dem Smartphone. Jetzt hört man in den Nachrichten immer wieder bargeldloses Bezahlen, kontaktloses Bezahlen. Das basiert ja auch auf dem NFC-Standard. Genau. Seid ihr da auch unterwegs? Nein, gar nicht. Das ist halt so ein sensibles Thema, wo wir halt entsprechend gar nicht erst aktiv werden wollen. NFC-Payment, darüber kam es eigentlich auch erst. Also der Grundgedanke für NFC war halt diese Bezahllösung. Und wir gehen eigentlich nur in diese Richtung zu sagen, für Marketingzwecke und dergleichen. Also eigentlich alles außer Payment. Auch wenn es immer ein schwieriges Thema ist, kannst du trotzdem ein paar Sätze über die Sicherheit oder über Risiken von NFC verlieren? Ja, also ist teilweise ein großes Thema. Man hat immer Angst, die Visitenkarten, NFC-fähige, nicht Visitenkarten, sondern Kreditkarten entsprechend auslesen zu können etc. Die sind auf NFC-Basis. Aber die Gefahr ist eigentlich relativ überschaubar. Erstens ist halt NFC Nahfeldkommunikation. Ich muss also wirklich nah heran, um Informationen auslesen zu können. Und gerade bei den Kreditkarten kann man auch Schutzhüllen nutzen, sodass das Ganze nicht auslesbar ist. Im Bezahlbereich selber ohne PIN kann man in der Regel nur bis zu 25 Euro abbuchen. Ist natürlich immer noch viel Geld, aber es ist überschaubar. Und insoweit ist das ganze Thema eher ein bisschen zu hoch gehypt, wenn es um Risiken geht. Ja gut, man liest ja immer die dollsten Artikel, die schrecklichsten Horrorgeschichten in den Medien, was alles möglich ist, das habe ich heute gelesen. Taschendiebstahl per App war so eine reißerische Headline und dann haben wir auch gedacht, naja, man kann es auch übertreiben, ja, ne? Aber auch Taschendiebe kommen einem sehr nah. Ja, zum Beispiel, aber das spricht halt auch die Leute an, ne? Hätte man über Seriöses oder nicht mit dieser Überschrift, dann wären wahrscheinlich die Zusprüche geringer. Ich denke auch die Informationen, die über die Medien da so transportiert werden und die Risiken sind wahrscheinlich auch ein Teil dafür, dass NFC in Europa oder in Deutschland noch nicht so etabliert ist wie zum Beispiel in den USA im Bereich Bezahlung oder auch in anderen Bereichen. Ja, also auch Asien, selbst Spanien, also da sind die Leute einfach schon einen Tick
weiter. Bei uns ist das wirklich so, das kommt immer erst nach und nach. Aber das ist das Positive auch, für uns zumindest. Wir konnten uns in der Zeit halt gut etablieren. Es war noch nicht für jeden so attraktiv, sich in diesem Business selbstständig zu machen. Und aus verschiedensten Branchen erfolgt eigentlich gerade so eine Aufklärungsarbeit. Wir haben jetzt mittlerweile Rewe, Aldi, Lidl ist hinzugekommen, die halt auch NFC-Bezahlmöglichkeiten anbieten. Und somit hast du wirklich aus verschiedensten Bereichen eine Industrie, die das Ganze pusht und nach vorne bringt und halt auch den Leuten NFC mal irgendwo erklärt oder zumindest mal zeigt, was natürlich für uns auch wieder gut ist, weil man googelt nach diesem Thema und dann landet man irgendwann halt auch bei uns. Deswegen sehen wir dem Ganzen auch sehr positiv entgegen. Jetzt sitzen wir hier in den heiligen Hallen von NFC 21. Klingt so ein bisschen wie ein Nachrichtensender, oder? Ja, erzähl doch mal, was macht ihr konkreter? Was habt ihr so für Portfolio, für Produkte? Was habt ihr vielleicht in Zukunft vor? Also erstmal vielleicht, wo steht ihr heute? Also wir selber haben von vornherein immer NFC so gesehen, dass wir auch eine ganzheitliche Lösung anbieten. Natürlich verkaufen wir diese Produkte, wie eingangs schon erwähnt, aber wir wollen auch mit den Produkten selber eine Lösung anbieten. Und da haben wir beispielsweise unseren DocTap oder BackTap, das sind so unsere digitalen Hundemarken oder Gepäckanhänger. Wir wollen halt irgendwo den Leuten NFC mit einer vorteilhaften Lösung näher bringen. Eigentlich ist in dem Fall auch NFC gar nicht so relevant als Technologie selbst, sondern für die Leute muss die Lösung irgendwo nachvollziehbar sein. Wie das funktioniert, ist ja eigentlich ein Sekundär. Im Businessbereich arbeiten wir halt jetzt auch viel für größere Firmen, die Messen veranstalten, um dort halt unseren digitalen Messeparcours zu etablieren. Da geht es darum, Informationen digital einzusammeln, nicht mehr die ganzen Broschüren mitzuschleppen, sondern wirklich seinen digitalen Warenkorb mittels NFC zu erstellen. Und das machen wir mittlerweile für einen Telekommunikationsanbieter jetzt wieder auch auf dem MWC 2017 in Barcelona. Das ist so ein Produkt, was wir platzieren. Ansonsten haben wir auch viele Firmen, die Produkte einkaufen, um es mit ihrer Software zu nutzen. Da sind zum Beispiel Sicherheitsfirmen zu nennen, die das halt für ihre Wachmänner benutzen, um darzustellen, wann war ich an welchem Ort, also damit wird dann halt identifiziert. Wir haben den Kunden Erics, beispielsweise Fitnessmattenhersteller, der das Ganze gerade in der Pilotphase testet, der hinterlegt Informationen auf dem Chip passend zu der Matte, die ich gekauft habe, um dann Übungen zu zeigen, was kann ich für Fitnessübungen machen auf der Matte etc. Ich habe die Möglichkeit, direkt Kontakt aufzunehmen zu dem Kundenservice etc. Also es gibt wirklich verschiedenste Bereiche, aber unser Fokus liegt darauf, BackTap, DocTap und jetzt gezielt halt unser digitaler Messestand. Dann können wir auch ein bisschen Werbung machen. Also ihr habt einen Shop, der ist zu finden unter nfc-tag-shop.de. Ganz genau. Oder etwas kürzer nfc21-shop.de. Etwas kürzer. dann habe ich auf eurer Seite gelesen, es gibt auch eine NFC-Cloud. Genau. Wie integriert sich die in eure Lösung? Die Cloud ist halt ein Portal, um NFC-Tags sozusagen dynamisch zu steuern. Wir haben ja vorhin gesagt, man kann Informationen hinterlegen auf diesem Chip. Wenn ich die ändern möchte, muss ich in der Regel neu kodieren, neu beschreiben. Jetzt haben wir mit der Cloud eine Lösung, dass man eine einmalige, eindeutige URL hinterlegt und entscheidet in der Cloud, auf welches Ziel soll diese URL verlinken. Das kann man jetzt nicht für Gerätesteuerung nutzen, weil das eine etwas andere Herangehensweise ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal uns ein Plakat vorstellen, das ausgestattet ist mit NFC, dann hätte man jetzt hier die Möglichkeit, diesen NFC-Tag mit der eindeutigen URL zu kodieren und jetzt jederzeit neue Informationen über die Cloud einzuspielen, also aus der Ferne. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Angebot des Monats, dann habe ich natürlich jeden Monat ein neues Angebot. Und dieses neue Angebot könnte ich in der Cloud hinterlegen, ohne zum Plakat laufen zu müssen und dort die Informationen zu aktualisieren. Ich mache es halt aus der Ferne. Und das ist das Spannende. Wir hatten das auch mal für einen größeren Anbieter gemacht, der wirklich mehrere Shops ausgestattet hat. Und der konnte dann halt entscheiden, welcher Shop zeigt wann welche Werbung. Und konnte das halt auch auswerten, weil wir halt auch dort eine Statistikübersicht präsentieren, anonymisiert, aber man sieht halt, wie viele Klicks generiert welcher Shop. Und dort gibt's auch das Produkt der Visitenkarte. Auch dort kann ich dann halt mein eigenes kleines Webprofil erstellen und diese Informationen jederzeit abrufbar machen. Oder halt, wenn sich eine Telefonnummer verändert, kann ich die entsprechend aktualisieren, sodass mein Businesspartner auch nicht die falsch aufgedruckte Nummer nur noch sieht, sondern dann halt auch die gespeicherte digitale jederzeit erneut abrufen kann. Und wenn ich die
ja, die Visitenkarte einmal gescannt habe, kann ich noch mehr Informationen auf so einer Webseite natürlich hinterlegen, als ich auf so eine Visitenkarte kriege. Direkte Google Maps Navigation zum Büro oder sowas. Du kannst halt auch dein Unternehmensportfolio hinterlegen, also dein Produktportfolio. Du hast die Möglichkeit, gerade für den Vertriebler im Außendienst, könnte der halt seine Produkte direkt mitpräsentieren, dass man nicht nur die Informationen zu der Person hat, sondern auch zu den Produkten, die er vertreibt. Die Möglichkeit hätte man auch. Jetzt habt ihr ja so eine schöne Ausstellungsgalerie mit all euren Produkten, Doc-Tabs, Back-Tabs und den ganzen Tags, den Aufklebern. Mhm. Nutzt ihr NFC-Tags im Alltag privat einfach so zu Hause auch? Hast du einen Hund, der so ein Ding mit hängen hat? Ja, genau. Der Hund ist tatsächlich vorhanden. Und Koffer wahrscheinlich auch. Koffer auch. Und da werden die Produkte selber eingesetzt. Und gerade, also wie gesagt, im privaten Bereich ist es auch für mich mit der größte Nutzen, im Fahrzeug nicht mehr alles manuell starten zu müssen, sondern das über einen Aufkleber. Beim Sport ist das Gleiche. Es verbindet sich automatisch mit meinen Bluetooth-Kopfhörern. Da habe ich dann halt unser Silikonarmband um und steuere darüber meine Polar-Flow-App und dergleichen. Also ich muss halt nur einmal dran tappen und alles funktioniert automatisch im Hintergrund, wie ich es eingestellt habe. Das ist halt spannend. Das heißt, was ist voll in deinen Alltag integriert? Ja. So wie meine Wohnung aussieht wie eine Müllhalde, weil ich alles voller Lifehacks habe. Ja. Alles voller NFC-Tags. Ganz genau. Ja, cool. Super. Jetzt weiß ich, wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen unterhalten, ihr habt auch ein paar kuriosere Anfragen. Ich sehe da so einen Grabstein liegen. Oder was hat es damit auf sich? Also da geht es um Grabpflege. Das ist ein Anbieter, also ein Kunde von uns, der bezieht nur das Produkt von uns in Form eines Pflanzenschilds. So kann man sich das, glaube ich, ein bisschen vorstellen. Ist halt etwas länger gezogen. Dort ist dann halt auch NFC integriert. Und er selber hat eine NFC-basierte Softwarelösung, die dann halt dokumentiert, wann das Grab gepflegt wurde, was gemacht wurde, etc. Also wir können damit halt auch darstellen, dass NFC wirklich für jeden Kunden irgendwo Mehrwert bieten kann und manche Kunden halt dann selber eine softwareseitige Lösung drumherum bauen. NFC ist halt immer so dieses Bindeglied zwischen Offline- und Online-Welt irgendwo. Jetzt ist ja der charmante Vorteil an NFC, dass die Tags sehr klein sind, gut zu verstecken sind oder auch gut irgendwo zu integrieren, in eine Visitenkarte einzuweben, an ein Plakat zu kleben. Wie kann man Leuten, ich weiß, ihr seid aus dem Marketing und aus dem Vertrieb hier, wie kann man den Leuten in zwei Sätzen auf dieser kleinen Fläche klar machen, dass das jetzt hier NFC ist, was NFC ist, wenn man es nicht kennt und wie man die Vorteile nutzen kann? Ja, das ist die größte Herausforderung, die wir auch haben. Das Problem ist, man kann es in erster Linie derzeit nur darüber signalisieren, indem man zum Beispiel das offizielle NFC-Logo mit aufdruckt. Das setzt sich immer so nach und nach weiter durch. Auch die Handyhersteller nutzen dieses Logo, um die Funktion selbst im Smartphone zu präsentieren. Und man muss im Moment einfach noch mehr Aufklärungsarbeit leisten. Aber irgendwo muss es natürlich signalisiert werden. Wir haben gegenüber des QR-Codes halt den Vorteil, dass wir nicht diesen, wie viele Leute sagen, hässlichen QR-Code mit aufdrucken müssen. QR-Code heißt ja immer, den sehe ich, den darf ich nicht scannen. Ja, genau, so in etwa. Naja, das Schöne ist halt, NFC kann viel besser in das ganze Design integriert werden. Aber auch da brauche ich irgendwie eine Call-to-Action-Aktion, um dem User zu sagen, du kannst hier etwas tun. Das kann man auch durch einen transparenten Sticker darstellen. Denn da sehe ich dann halt die Antenne und vielleicht vermute ich dann etwas dahinter. Wenn ich natürlich einen bedruckten, normalen Sticker habe, ist es von außen nicht sofort erkennbar, ob es entsprechend NFC-fähig ist oder nicht. Aber ihr leistet weiterhin Aufklärungsarbeit und lasst euch kreative Methoden einfallen, den Leuten NFC im Alltag näher zu bringen. Richtig. Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein darf. Ja, danke. Möchtest du unseren Hörern noch was mitgeben? Hast du so einen letzten Satz, so einen Motivator oder so ein... Das ist immer fies. Außer nutzt alle NFC und kauft unsere Produkte. Genau. Nee, ist tatsächlich, ich drehe mich mal zu meinem Partner um Marco, ob der spontane Idee hat. Also, ach, der sitzt ja auch da. Was machen wir hier unseren ersten Break und überlegen mal kurz. Ja, ich finde, vielleicht sollte man die Zuhörer, nachdem sich jetzt 20 Minuten das auch angehört haben, vielleicht auch belohnen. Mir schwebt vielleicht vor, dass man bei Trick 17 so einen Gutscheincode, dass die Hörer auch einen Rabatt bekommen, damit sie NFC dann auch erleben können, den sie bei uns im Shop dann eingeben können. Oh, das ist nicht abgesprochen. Cool. Das freut mich aber vor allen Dingen unsere Hörer. Ja, vielen Dank für das Interview. Danke, hat mich gefreut. Und ich gebe zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Danke dir. Jetzt darfst du weitermachen. Oder wartest du jetzt 20 Minuten? Genau, die Lücke muss damit doch groß genug sein. Damit wir das da reinpassen können. Passt das Interview nicht rein.
Ja, das war sehr spannend. Danke, Ben, erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich auch an das Team von NFC 21. Die haben natürlich nicht nur uns das Interview gegeben, sondern die haben uns auch ein paar von ihren Produkten zugeschickt. Da können wir jetzt ja gleich in dem Teil mit dem Ausprobieren ein bisschen drauf eingehen. Es gibt nämlich nicht nur die NFC Tags, was ja nichts anderes ist als diese kleinen runden meist Aufkleber, die man dann beschriften kann und irgendwo anbringen kann. Es gibt natürlich auch alle möglichen Arten von Anhängern und Umhängern und Gebimsel. So weiter. Ich glaube, das offizielle Wort ist Gebimsel. Gebimsel ist genau der Fachausdruck. Da haben wir so ein paar Proben bekommen und ich habe da auch die eine oder andere Sache ausprobiert. Dazu dann später mehr. Aber der Marco, der kurz am Ende des Interviews zu hören war, der hat es ja schon durchblicken lassen. Es gibt einen Gutscheincode, in dem ihr euch auf NFC Tech Shop, auch den Link findet ihr in diesen Shownotes zu Folge 1.2, eingeben könnt. Und dann gibt es 10% Rabatt. Da lassen die Jungs sich ja nicht lumpen. Und der Gutscheincode lautet Trick17. Wer hätte das gedacht? Also Trick und dann 117 als Zahl dahinter. Steht auch im Blog. Also bestellt ja fleißig und unterstützt ein sehr nettes Unternehmen. Genau, also wir kriegen davon nichts ab, aber dadurch, dass die uns natürlich sehr viel jetzt unterstützt haben für diese Folge, finden wir das natürlich cool und würden uns freuen, wenn sie da auch entsprechend, ja, dafür ein bisschen was verdienen. Außerdem war ich ja nicht nur die 20 Minuten da, die das Interview jetzt dauerte, sondern ich glaube, wir haben uns fast 2 Stunden unterhalten über das Thema und über Firmengründung und über alles Mögliche. Und das war eine sehr schöne Zeit und hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es am Anfang natürlich sehr aufregend war. Und man musste den Laden erstmal finden. Diese Jungs sind sehr gut versteckt, aber das Internet macht es ja möglich, dass man sie leichter findet. Auf einer Webseite zum Beispiel. Ja, und vielleicht haben sie auch dann irgendwann NFC-Tags überall, wo man dann den Weg zu ihnen findet. Das fand ich ja sowieso das Witzigste. Ich habe ja in der ersten Teaser-Folge schon erzählt, dass ich mir Tags bestellt habe. Das waren auch Tags von den Jungs. Die scheinen gut platziert zu sein. War mir da noch kein Begriff, habe ich einfach online bestellt. Aber so klein ist die Welt dann doch. Ja. Okay, also machen wir mal ein bisschen, reden wir mal Tacheles. Ein bisschen Butter bei der Fische. Was braucht man denn als erstes oder neben den Tags, um da irgendwas mit anzustellen? Ben. Also entweder kauft man schon Tags, die bereits programmiert oder auf die schon Informationen gespeichert wurden. Dann braucht man gar nichts, außer ein NFC-fähiges Telefon, um das auszulesen. Aha. Aber wenn man die Tags selber, also wenn man sie online bestellt, so blanko, dann muss man sie ja selber programmieren. Das heißt, man braucht Apps. Jetzt haben wir in der letzten Folge schon dazu aufgerufen, weil wir beide Android-User sind, dass iPhone-User sich mal einbringen sollen. Jetzt haben wir aber mittlerweile gelernt, Apple kann das überhaupt nicht. Also es unterstützt den NFC-Standard zwar schon für seinen Apple Pay und diese anderen oder dieses bargeldlose Bezahlen, aber die Schnittstelle ist nicht aufgemacht von Apple. Das heißt, das, was ihr mit diesen ganzen Tags, das Programmieren und Auslesen, geht eigentlich nur mit anderen Smartphones. Müsst ihr mal schauen, wenn ihr ein Android-Smartphone habt. Ich glaube, BlackBerry könnte das auch mal oder kann das, weiß aber nicht genau, welche Modelle. Und Windows Phone kann das auch. Nur Apple ist mal wieder ein bisschen besonders. Es gibt noch einen weiteren Weg, die Tags zu beschreiben. Zum Beispiel, also es gibt, hatte der Tarek ja auch im Interview gesagt, USB-Geräte zum Beschriften, die man an den Rechner anschließen kann. Oder, hatte ja der Lukas auch in der Telegram-Gruppe gesagt, man kann entsprechende Erweiterungen für den Raspberry Pi, also diesen Mini-Computer, kaufen, also noch eine Platine, die man draufsteckt, mit der man dann lesen und schreiben kann, diese Tags. Und ich hatte auch bei der Recherche gesehen, wie heißt nochmal dieser andere Mikrocomputer, auch bekannt? Arduino? Ich gucke hier mal gerade. Ja, genau, Arduino. Da gibt es eben auch eine Platine, die man aufstecken kann und dann entsprechend die Tags beschreiben kann. Muss man wahrscheinlich dann auch noch Software installieren, aber die Leute, die mit diesen kleinen Computerchen rumbasteln, die wissen schon, was sie da tun in der Regel. Aber die meisten haben ja so ein Smartphone, nur wenn ihr das testen wollt und euer Smartphone das nicht kann, dann gibt's halt die Wege, die Kai gerade beschrieben hat. Aber jetzt wollen wir mal auf die Smartphone-Apps zu sprechen kommen. Ich hoffe, mein Handy ist wirklich im Flugmodus und funkt nicht irgendwie komisch ins Mikro. Aber wir wollten jetzt einfach mal ein paar Apps durchsprechen. Zum Beispiel habe ich mir mal installiert die App NFC Tools.
Achso, NFC ist auf diesem Gerät deaktiviert. Das ist natürlich auch gut für so eine Podcast-Folge. Moment. So, dazu werden wir auch ein paar Screenshots machen. Wir stellen jetzt auch explizit nur Apps vor, die wir auch ausprobiert haben. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von diesen Tools. Die sind im Funktionsumfang aber relativ ähnlich. Also die haben alle die Möglichkeit, NFC-Text zu beschreiben und auszulesen. Ich fand jetzt NFC-Tools bei der Bedienung eigentlich umfassend und damit konnte ich alles machen, was ich wollte. Also auch verschiedene Aufgaben definieren, die aus mehreren Schritten bestehen. Kommen wir gleich auch noch in den Anwendungsbeispielen zu. Da braucht man ja vielleicht die Möglichkeit, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen beim Scannen eines Tags. Und das kann diese App ganz gut. Ist auch ganz übersichtlich strukturiert. Ich mache hier gleich mal einen Screenshot von. So, ist nämlich auf Lesen. Lesen braucht man aber eigentlich gar nicht, denn Lesen kann man ja auch ohne die App zu starten. Wenn man einfach NFC anhat und den Tag ans Handy hält, dann wird's ausgelesen. Aber es kann hier beim Lesen in der App, kann man halt die ganzen Tag-Informationen auslesen. Also die ganzen technischen Informationen. Ich mache das einfach mal. Ich habe hier mal ein schickes Armband von einer Firma, die hier schon, deren Name schon häufiger gefallen ist. das scanne ich jetzt einfach mal. Und da sagt der NFC-Tag gefunden und dann sagt er auch, was für ein Tag-Typ das ist. Also das ist jetzt ein NXP Mi Fair Ultralight Ultralight CNCGA irgendwas. Also es sind sehr technische Informationen. Die Experten unter euch, die werden sicher wissen, was das bedeutet. Die Seriennummer zeigt da an, irgendwelche komischen Signaturen, ob ein Passwortschutz drauf ist, die Speicherbelegung, Datenformat, die Größe des Speicherchips und wie viel davon belegbar schon belegt ist. Und die Datensätze kann man sich anzeigen lassen. Ich habe da jetzt gerade eine URL hinterlegt, mit der ich automatisch Sachen mit der Hilfe von IFTTT steuern kann. Da kommen wir dann auch gleich noch zu. Erstmal wollten wir uns ja nur die App anschauen. Ich mache da mal einfach mal einen Screenshot von. Ohne, dass man die URL sieht, sonst feuert ihr mir hier meine Events rein. Das wäre doch auch ein Riesenspaß. So, das ist das. Dann, das wäre gut zum Testen, wer jetzt die Sachen soweit verstanden hat, um dir dann deine URL voll zu ballern. Ja, aber die URL ist ja auch, da steckt ja auch mein MakerBot-Passwort drin und das ist natürlich dann doof, wenn man das liest. Da kommen wir vielleicht auch schon zu den Sicherheitsfragen, aber wenn man nicht doof ist und darauf achtet, was man ins Internet schickt, dann geht das auch. Ich mache ja auch kein Foto von meiner Kreditkarte. Gut, soweit erstmal zu NFC-Tools oder wolltest du noch was? Nee, ich wollte, das war jetzt erstmal lesen. Ich wollte jetzt eigentlich mal noch ein bisschen auf Schreiben eingehen. Ja, gut. Also ist dann ja nachher auch alles ähnlich. Also wir brauchen ja nicht alle Apps durchdiskutieren, aber gut, dann machst du erstmal einen Überblick und wir gehen dann gleich nochmal auf die anderen ein. Genau, da kannst du ja dann sagen, was da Schnittstellen sind oder was gleich ist oder was ein bisschen anders ist vielleicht. Du hattest dich, glaube ich, mit einer anderen App beschäftigt, ne? Aber vielleicht, wenn doppelt müssen wir es nicht erzählen, ich mache jetzt einfach mal. Mach einfach mal. Ich lege mal los. So, dann habe ich unterm Schreibenmenüpunkt die Möglichkeit, einen Datensatz hinzuzufügen. Und da habe ich schon viele Kategorien, aus denen ich auswählen kann. Das ist vielleicht jetzt eigentlich das Interessanteste. Genau. Um mal zu gucken, was für Möglichkeiten man denn überhaupt hat. Zum einen kann ich einfach einen Text hinzufügen, der mir angezeigt wird, wenn ich den Tag scanne. Aber weiß nicht, wo da der Mehrwert ist. Das ist vielleicht, um Informationen zu vermitteln. Ganz gut, brauche ich jetzt aber nicht. Habe ich auch nicht ausprobiert. Was ich verwendet habe, ist eine URL. Die kann man da hinzufügen und dann wird automatisch der Browser geöffnet und diese URL aufgerufen. Das heißt, ihr könnt einen Link auf eure Webseite legen oder auch, wenn wir gleich drauf zu sprechen können, IFTTT damit antriggern. Neben URL gibt es auch noch die URI, das ist Unified Resource Identifier. Das ist im Grunde sowas wie ein Link auf eine Datei, also eine vereinheitlichte Link auf eine Datendatei. Wenn du also praktisch den NFC-Tag nutzen willst, um ein Bild oder irgendeine Textdatei oder sowas aufzugreifen, dann kannst du das eingeben. Ich sehe gerade auch, FTP wird auch unterstützt. Das heißt, man kann wahrscheinlich auch Daten von einem FTP-Laufwerk oder FTP-Server direkt ansprechen. Geht auch. Ja, es gibt eine Möglichkeit, eine Google-Suche oder eine Suche für egal welche Suchmaschine zu hinterlegen. Dann kann ich einfach den Suchbegriff eintragen und welche Suchmaschine ich ansprechen möchte. Und kann dann suchen. Zum Beispiel kann man einfach Wetter suchen, wenn man keine Wetter-App nutzen möchte und immer über das Wetter informiert werden muss oder möchte, scannt man den Tag und kommt automatisch auf die Wetterseite. Oder bei Google Wetter gesucht. Google hat ja auch Wetterinformationen. Soziale Netzwerke kann ich ansprechen. Das heißt, ich kann da mein Facebook-Profil, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, Instagram, was Dribbble kenne ich gar nicht, Flickr, Tumblr, Slack, GitHub, Skype, Snapchat, Reddit, Soundcloud, Steam, Twitch, kann ich alles davon starten.
Auch direkt dann natürlich in den Apps, wenn sie dann entsprechend auf dem Smartphone installiert sind. Ansonsten würde er auf die Webseite gehen, denke ich mal. Kann ich ja auch die URL nutzen. Genau, es ist glaube ich, erstmal nur ein Link zu deinem Profil. Also für eine Visitenkarte wäre das interessant. Es gibt natürlich bei einigen dieser Apps dann auch die Möglichkeit, oder je nachdem, wie du es machen willst, die Möglichkeit, zum Beispiel automatisiert einen Tweet abzusetzen, wenn du den NFC-Tag aufrufst. Muss man dann überlegen, ob es dafür einen Anwendungsfall gibt, aber theoretisch ist das möglich. Weiß nicht, was man da teilen muss. Bin auf dem Klo oder was muss man da? Ja, es ist halt eine einheitliche Nachricht, aber man hat halt keine Möglichkeit, irgendeine zusätzliche Information, außer das, was man am Anfang halt hardcodiert da drauf programmiert, mitzugeben. Keine Variablen oder so. Das heißt, könnte zwar definieren, ich möchte einen Tweet mit Hallo oder Smiley oder Herz schicken oder eine WhatsApp-Nachricht, aber die ist dann natürlich nicht editierbar. Ja, das Gleiche gilt übrigens, um ein bisschen vorzugreifen, auch für SMS. Da hatte ich mal überlegt, wenn man jetzt irgendwie regelmäßig sich meldet, zum Beispiel wenn der Partner, die Partnerin nicht zu Hause ist und man losfährt irgendwie und die gerne wüsste, wenn man aus dem Haus ist oder so, dass man dann an den Tag das Telefon hält und sagt so, Schatz, ich fahre jetzt los oder sowas. Dann muss man das nicht jedes Mal eintickern, sondern könnte das dann sich ersparen, indem man das dann einmal irgendwo an der Tür am Ausgang sozusagen so einen Tag anbringt und dann eine SMS automatisch abschicken kann. Genau, Telefonnummer kann man natürlich auch hinterlegen. Das heißt, man kann auch direkt einen Kontakt, der sofort gewählt wird, wenn man den Text scannt, hinterlegen und dann hält man einfach dran und ruft sofort an, ohne jetzt noch irgendwo in den Kontakten irgendwas rauszusuchen. Mhm. Wenn man häufiger telefoniert, dann ist das wirklich innerhalb von weniger als einer Sekunde ist die Verbindung dann hergestellt. Könnte ich mir auch gut vorstellen für einen Notfall. Nur für Notfälle, ne? Wenn jetzt ältere Menschen hat und die vielleicht ein Smartphone haben, aber da dann ewig dran rumlaborieren, bis sie eine Nummer rausgesucht haben. Wenn man denen sagt, halt das Telefon, wenn irgendwas ist, halt das Telefon da dran und dann hast du mich an der Leitung, ja. Dann könnte das ganz gut funktionieren. Das ist eine gute Idee, stimmt, ja. Kinder gegebenenfalls auch, die dann vielleicht spielen und so ein Ding umkriegen und dann genau. Direkt die Mama angerufen wird, wenn man das Armband scannt. Ja, Dateien kann ich zufügen, Videos kann ich dazu fügen. Ich kann natürlich Apps darüber starten, die auf dem Handy installiert sind. Da wähle ich dann einfach unter Application die App aus, die ich starten möchte. Und dann geht die auf. Kann SMS verschicken, hattest du schon gesagt. Mhm. Ich kann eine Google Maps Adresse hinterlegen, zu der ich dann automatisch navigiere. Also beispielsweise meine Heimadresse, meine Heimat. Ich wohne nicht im Heim, keine Sorge. eine Heimatadresse. Zu Hause und dann kann man einfach das Handy dranhalten und man wird sofort nach Hause navigiert, ohne noch irgendwie was eingeben zu müssen. Mhm. Street View kann ich öffnen. Ich kann eine Bitcoin-Adresse hinterlegen, sodass ich auch Zahlungstransaktionen darüber ausführen kann. Kann Bluetooth-Einstellungen hinterlegen, sodass ich automatisch zu bestimmten Geräten gepairt werde mit Bluetooth und das auch nicht erst auswählen muss. Ein WLAN-Netzwerk, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, ne? Mhm. Und Daten, da weiß ich nicht, das ist irgendwie ist wie Text, da kann ich dann konkret noch irgendwelche Spezialdaten hinterlegen. Sehr, sehr spezifisch. Mhm. So, das war das Schreiben. Dann gibt's noch einen Menüpunkt Andere. Ich habe die Möglichkeit, einen Tag zu kopieren. Das heißt, ich aktiviere diese Funktion, halte einfach mehrere Tags dran und da schreibt auf jeden Tag die gleiche Information. Wenn ich zum Beispiel die Tags manuell, wenn ich mir 100 Tags bestellt habe und die auf meine Visitenkarte geklebt habe, kann ich alle Visitenkarten damit den gleichen Inhalten programmieren. Mhm. Ansonsten kann ich den Tag natürlich löschen, sperren, leeren und sperren, genau, Tag leeren steht hier, deswegen hat mein Kopf einen Knoten gemacht. Sperren heißt aber, das wurde glaube ich im Interview auch schon gesagt, oder haben wir das? Weiß ich jetzt gerade nicht. Zumindest sag haben wir darüber gesprochen, ja, also wenn ich einen Schreibschutz auf einen NFC-Tag lege, dann kann ich den auch nicht wieder rausmachen, wäre ja auch kontraproduktiv, also auch nicht mit Passwort oder so. Würde jetzt gegen den Begriff sperren sprechen. So. Richtig, aber muss ich natürlich bedenken, wenn ich jetzt irgendwie so ein Armband oder ein Gepäckanhänger oder sowas habe und das schreibschütze, dann muss ich es im Zweifelsfall, wenn sich die Daten ändern, wegschmeißen, also ich kriege die nicht mehr leer und kann die nicht wiederverwenden, deswegen immer abhängig vom Anwendungsfall. Andererseits, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Poster als Werbeträger, als Veranstaltungsort oder sowas, ein Poster mit Informationen über NFC belege zu den nächsten Terminen. Möchtest du nicht, dass da irgendein Hirni da seine irgendwie Links zu Pornoseiten oder so draufschreibt? Richtig, genau. Dann ist es also sinnvoll, den zu sperren, aber dann habe ich den Tag ja auch in der Welt und dann soll der auch die Informationen behalten. Speicher formatieren, warum auch immer, kann man da auch scheinbar. Passwort setzen geht auch.
Und fortgeschrittene NFC-Kommandos, von denen verstehe ich kein Wort, aber kann man da auch machen. Dann gibt es noch einen Menüpunkt Aufgaben. Da ist im Grunde genommen genau das gleiche hinter wie bei Schreiben, aber ich kann mehrere Aufgaben auf, also mit einer Information mehrere Aufgaben aussuchen und die dann gemeinsam auf den Tag schreiben. Zum Beispiel, wenn ich drei Apps starten möchte mit einem Aufruf eines Tags, dann kann ich da drei Apps auswählen und die Aufgabe darauf speichern und dann funktioniert das auch. Für Aufgaben brauche ich aber, glaube ich, noch ein Sondertool. Also jetzt bei NFC-Tools heißt das NFC-Tasks. Das ist von der gleichen Firma. Gerade wenn ich so, handyspezifische Einstellungen ändern möchte, Displayhelligkeit, Lautstärke, dann braucht man bei Android immer so ein paar Berechtigungen, die man vorher setzen muss, dass der NFC-Tag das darf. Auch Anrufe müssen erst freigeschaltet werden, dass man da kein Schindluder betreibt. Und dafür braucht man NFC-Tasks. Die können wir eigentlich auch noch verlinken. Die ist noch nicht mit drin, ne? NFC-Tasks. Okay. Ja. Das ist erstmal soweit NFC-Tools. Möchtest du dazu auch noch was sagen oder du wolltest mal deine App beschreiben, ne? Genau, ich hab jetzt mitgelesen und ich habe auch die ganzen Apps, die wir jetzt vorschlagen, installiert, habe aber nicht mit allen rumgespielt. Darum, die App, die ich genutzt habe, ist TagWriter. Die ist, so wie es aussieht, von der Firma NXP, die auch NFC-Tags herstellt. Von daher sollte man meinen, dass die auch wissen, was sie da anbieten. So, was mir da gefallen hat, ist erstmal auch ein sehr übersichtliches User-Interface. Du hast die 5 Menüpunkte am Anfang: Lesen, Schreiben, Löschen, Schützen und Datensätze. Im Grunde, nach dem, was du jetzt schon erklärt hast, braucht man da nicht so extrem drauf eingehen. Witzig ist bei allen Apps, die man hat, die weisen einen darauf hin, wenn man die NFC-Funktion, also den Leser im Handy, nicht aktiviert hat. Man kann natürlich, wenn man jetzt erstmal nur Daten eingeben möchte, also solche Datensätze anlegen möchte, kann man das auch ohne diese aktivierte Funktion machen. Aber es auf jeden Fall weist einen die App darauf hin, was ganz nützlich ist, wenn man dann da wie ein Bekloppter versucht, dann einen Tag zu beschreiben oder auszulesen und da nichts tut, dann kann man das zumindest schon mal ausschließen. Ja, Lesen ruft im Grunde die Funktion auf, dass man, also man bekommt die Info, dass man den Tag dran halten soll und dann passiert das Gleiche, was Ben eben beschrieben hat. Beim Schreiben wird erstmal eine Verwaltung der sogenannten Datensätze angezeigt. Und auch hier, wenn man dann einen neuen Datensatz hinzufügt, kann man hier verschiedene Arten von Informationen erzeugen. Visitenkarte hattest du jetzt, glaube ich, nicht. Da kann man im Prinzip aus seinen Kontakten oder aus seinem Telefonbuch sozusagen den eigenen Kontakt raussuchen und direkt alle Informationen, die man da hinterlegt hat, speichern. Da erspart man sich dann ein bisschen Zeit, muss nicht alle Verknüpfungen einzeln raussuchen. Links hatten wir jetzt natürlich auch schon, einfach einen Link zu einer Website. Wi-Fi kommen wir später nochmal drauf und ja, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Apps kann man starten, Standort kann man verschiedene Informationen hinterlegen und eben auch hier kann man mehrere einzelne Datensätze auf einen Tag schreiben, sprich, du hast es eben schon gesagt, wenn man eine Webseite öffnen will und eine App starten oder verschiedene Kombinationen, die auf einmal ausgeführt werden sollen, dann kann man das auch machen. Naja, löschen braucht man nicht weiter beschreiben und schützen, auch hier kann man eben sowohl per Passwort den Tag schützen, dann kann man ihn, wenn man das Passwort eingibt, auch bearbeiten und eben auch dauerhaft sichern. Vielleicht noch als kurze Ergänzung zu NFC-Tools. Ich habe in der App jetzt noch mal ein bisschen rumgesucht. Zum einen muss man davor schieben noch mal, es gibt eine kostenlose Version und eine Pro-Version. Einige Funktionen, also alles, was ich gerade aufgezählt habe, kann man damit sowieso schon machen, auch in der kostenlosen. Ich habe nicht die Pro-Version. Aber wenn man dann sehr ins Detail geht, beispielsweise irgendwelche Wake-on-LAN-Funktionalitäten oder Dateien herunterladen oder VPN-Verbindungen erstellen, auch das kann die App. Dafür braucht man dann aber die Pro-Version.
Medienkontrolle kann man zum Beispiel auch machen, kann also Musik starten, stoppen, nächstes Lied weitermachen über so einen NFC-Tag. Auch das ist mit der Pro-Version vorhanden. Und das Ding ist ganz schön mächtig, man kann auch Bedingungsblöcke einbauen. Das heißt zum Beispiel standortabhängig, wenn ich zu Hause bin und den Text scanne, mach bitte was anderes, als wenn ich auf der Arbeit bin und den Text scanne. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel ja Standort oder abhängig vom Wochentag unterschiedliche Sachen auslösen. Scan-Zähler ist auch drin, das heißt, wenn ich das beim ersten Mal scanne, soll er was anderes machen als beim zweiten Mal. Die Sachen gehen sogar in der kostenlosen Version. Aber ja, WLAN-Status steuern, Hotspot aufmachen, Bluetooth aktivieren, solche Sachen braucht man, kann man alles nur in der Pro-Version machen. Kostet aber, glaube ich, auch nur 2,50. Also wenn man das braucht, eine ganze Reihe von Sachen gehen auch nur mit Root-Rechten. Flugmodus aktivieren, GPS aktivieren, deaktivieren, NFC deaktivieren, ist auch immer sehr praktisch. Es ist wie diese Useless Machine, kennst du die, wo man den Knopf... Ja, genau, die sich selbst ausschaltet, ne? Das wäre schön. Ich hab, guck mal, ich kann mit meinem Arm dann NFC ausmachen. Piep. ja. Screenshots kann man erstellen. Also es ist schon sehr, sehr, sehr detailliert. Also diese NFC-Tools-App. Kann man sich mal durchschauen. Ich habe einen Screenshot davon gemacht, nicht von jedem Menüpunkt, aber so von diesen Aufgaben. Dann könnt ihr euch das auch mal anschauen und ausprobieren. Aber TechWriter kann ja ungefähr das Gleiche, hast du ja gerade beschrieben, ne? Es gibt das bei mehreren Apps, dass auch zum Beispiel fertige Rezepte sozusagen für Anwendungsfälle eingegeben werden oder eben so ein Freemium-Modell, so die grundlegenden Sachen kann man sich selber zusammenklickern, aber fortgeschrittene Funktionen, zum Beispiel auch bei Smart NFC, das war eine weitere App, die wir hier getestet haben, beziehungsweise die habe ich jetzt nicht so intensiv ausprobiert, aber zum Beispiel da kann man auch dann Befehle für WhatsApp in der Pro-Version dann aussuchen. Das machen also viele Hersteller dieser Apps, dass sie eben dann fortgeschrittene oder spezielle Funktionen dann nochmal in einer kostenpflichtigen Version anbieten. Und das ist ja auch nur zu verständlich, dass die auch Geld verdienen wollen für ihre Arbeit. Und ich glaube, wir brauchen auch nicht dazu sagen, dass wenn man solche das Gerät manipulierenden Informationen da programmiert, dann sollte die App auch installiert sein. Also so ein Status oder WLAN ausschalten mit der Pro-Version, das geht natürlich dann nur, wenn die App die Berechtigung gesetzt hat, dass es auch das auch darf. Und dann muss diese App auch installiert sein. Also das funktioniert nicht im Standard von NFC. Das bringt dann halt das Tool mit, was es im Hintergrund tut. Dann haben wir jetzt noch einen Sonderfall. Dann würde ich sagen, dass wir den Teil mit den Apps abschließen. Aber die besagten lieben Leute von NFC 21 haben auch einen Service im Angebot, nämlich die sogenannte NFC Cloud. Was kann man denn damit machen, Kai? Also es gibt einen kostenlosen Zugang. Auch hier gibt es ein Freemium-Modell für fortgeschrittene Funktionen oder eben für eine große Zahl. Also wenn man jetzt viele Tags mit unterschiedlichen Daten beschreiben will, ist es kostenpflichtig, aber so zum Ausprobieren kann man sich da erstmal so anmelden. Die Funktion von NFC Cloud ist im Prinzip grob beschrieben, dass du auf deinen NFC-Tag einen Link schreibst, der dann auf die NFC Cloud, auf diesen Service verlinkt. Und die Daten, die du dort hinterlegst, die kannst du dann praktisch über das User-Interface am Rechner bearbeiten. Ich beschreibe das mal in einem kleinen Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann. Ich habe jetzt hier in unserem kleinen Beispiel, dafür werde ich vielleicht auch noch ein kleines Video produzieren mit einem Tutorial, wie ich das gemacht habe, für Trick 17 eine Visitenkarte erstellt, für mich jetzt erstmal, dann legt man in den Cloud-Tags so einen neuen Eintrag an, kann den benennen. Dann wird ein QR-Code generiert. Also wer das nicht kennt, das sind diese Dinger, die sind so ähnlich wie Strichcodes, aber dann mehr mit Würfeln, also mit so großen, groben Pixeln. Das kann man auch mit einer entsprechenden App im Handy auslesen und hat dann praktisch den gleichen Effekt, den der NFC-Tag hätte. Also falls man jetzt jemanden hatte, der ein iPhone hat und entsprechend das nicht per NFC auslesen kann, da könnte man auf die Visitenkarte dann auch diesen QR-Code mit zusätzlich draufdrucken und der würde dann auch dahin kommen. Dann kann man eben die Einträge anlegen, sprich Social-Media-Verbindungen und Name
und so weiter und so fort. Und diesen Link habe ich dann eben auf per App, also von dieser NFC-Cloud gibt es auch eine App. Da kann man sich dann auch entsprechend mit seinen Zugangsdaten anmelden. Und damit habe ich diesen Link dann auf den Tag geschrieben, auf so eine Visitenkarte. Da kann man natürlich dann noch eine gedruckte Karte drüber kleben mit einem Etikett oder so, wo man das Ganze dann auch nochmal in Textform draufschreibt. Und das, der Vorteil ist jetzt, Ben, frag mich doch mal, was der Vorteil ist. Also du redest ja jetzt die ganze Zeit schon, was das kann, aber was ist eigentlich der Vorteil daran? Der Vorteil ist, wenn du jetzt eine Firma hast mit 20 oder 100 Mitarbeitern und jetzt sich zwei oder drei Telefonnummern ändern und der hat jetzt ein Dutzend Visitenkarten mit NFC-Tags drin, dann wäre ja der normale Weg, dass du den Datensatz änderst und ein Dutzend oder entsprechend so häufig Male, wie du diese, diese Visitenkarten erstellt hast, das nochmal überschreibst, sofern das überhaupt möglich ist und die nicht geschützt sind. Und hier hast du halt den schönen Fall, dass du nur den Link auf den Karten gespeichert hast. Das heißt, du kannst in dem Profil dann einmal die Daten anpassen und sobald dann das nächste Mal die Karte eingelesen wird, dann geht der Verweis gleich auf die richtigen neuen Daten. Und auch da, du hattest das eben schon mit der Funktion die Karte schützen gegen weiteres Beschreiben. Wenn du diesen Link drauf schreibst, dann könntest du praktisch auch, also dann wäre die Karte zwar dir der NFC-Tag gesichert und könnte nicht weiter beschriftet werden, aber dadurch, dass der auf diesen Cloud-Service verlinkt, könntest du dann eben trotzdem noch Daten nachträglich ändern und anpassen. Wir machen das übrigens so bei unserer Firma. Meine Visitenkarten haben, also NFC haben sie noch nicht, das soll jetzt aber auch bald kommen, aber auch so ein QR-Code, der auf eine Webseite verlinkt, wo dann Büroadresse, Telefonnummer, Xing und Twitter-Profil vom Unternehmen und so steht und wo man dann dynamisch anpassen kann, wenn sich was ändert. Oder zum Beispiel auch direkt, das gibt halt die Software hinher, das muss halt die Seite anbieten, das tut aber NFC Cloud auch, dass du dann zum Beispiel direkt Google Maps Navigation zum Unternehmen starten kannst oder auch direkt anrufen kannst da raus, ohne was, ohne erst eine Nummer abtippen zu müssen. Mhm. Ein Beispiel wofür, dann machen wir noch ein Beispiel für die NFC-Cloud, auch von den NFC-21-Jungs, die bieten ja auch so Backtabs an. Das sind so Kofferanhänger, Gepäckanhänger. Und jetzt könnte ich ja meine ganzen Adressdaten einfach auf diesen Anhänger speichern. Es kann aber vorkommen, haben sie ja auch gesagt, dass Gauner, und das ist schon vorgekommen, einfach so eine Kofferanhänger ablesen oder auslesen. Würde ja auch funktionieren, wenn die Adresse per Hand draufgeschrieben ist. Und dann wissen, ah, die sind gerade im Urlaub, dann kann ich ja da einbrechen, wo die zu Hause sind. Das heißt, auf dem Backtab kann ich auch so eine über die NFC-Cloud Gepäckinformationen speichern, die aber unsichtbar machen. Das heißt, da wird maximal der Name angezeigt, wenn überhaupt, um zu wissen, wem der Koffer gehört. Und sobald der Koffer verschwunden ist, kann ich über die NFC-Cloud die Adressdaten aktivieren, sodass der Koffer dann beim Scan auch weiß, oder der Koffer weiß gar nichts, aber die Leute, die den Koffer finden, wissen, wo er hingehört. Aber wenn ich ganz normal damit unterwegs bin und fliege oder reise, kann man den Tag zwar auch scannen, kriegt die Adressinformation aber nicht. Also auch nochmal ein Sicherheitsaspekt, ein größerer. Und das funktioniert halt auch nur, wenn man die Informationen auf der Adresse, auf die der Tag zeigt, nachher dahinter im Hintergrund verändert und nicht den Tag selber. Vielleicht als Disclaimer, so einen Kofferanhänger haben wir auch bekommen. Also genau. Das Ganze gibt es übrigens dann auch als, und da haben wir jetzt den fließenden Übergang zu den Anwendungsfällen. Das Ganze gibt es dann auch nochmal für Haustiere, insbesondere für Hunde. Da nennt sich das Ganze dann DogTap. Und dann kann man seinem Wuffi das an ein Halsband dran machen. Und der Effekt ist dann der gleiche. Normal kann man dann vielleicht den Besitzer auslesen, aber wenn der Hund zum Beispiel jetzt mal ausgebüxt ist, dann kann man eben auch die Adressdaten aktivieren und entsprechend dafür sorgen, dass ein entsprechend technisch ausgestatteter Mensch dann weiß, wo sie das Tier hinbringen dürfen. Ich glaube, auf den Dingern ist auch ein QR-Code nochmal drauf, ne? Also es ist nicht nur NFC, hinten ist auch ein QR-Code drauf. Wenn ich den scanne, komme ich an die gleichen Informationen, damit alle Leute, nicht nur die, die ein NFC-Handy haben, auch an die Information kämen. Ja, guck. Es muss man der Vollständigkeit halber mal sagen, das ist noch ein anderer Service, ne? tap21.de. Da ist das Ganze dann noch ein bisschen vereinfacht und auf diese beiden Anhängertypen reduziert. Da kann man sich auch registrieren und wenn man dann diese Dinger gekauft hat, entsprechend einrichten. Ja, aber zumindest bei, also ich habe mir ja gerade auch so eine Kofferinformation bei der Cloud angelegt,
Da kannst du das Gleiche machen, also es macht keinen Unterschied. Ah, okay, also man muss nicht beide Services nutzen, also kann man, muss man aber nicht. Richtig, also da kannst du auch sagen, Adresse möchte ich ausblenden und wenn du dann die Seite aufrufst, dann zeigt er nur den Namen an oder die Sachen, die du eingeblendet hast. Und wenn du es aktivierst, zeigt er mehr an. Ja, guck. Ja. Aber jetzt hast du ja schon das Wort Anwendungsbeispiele fallen lassen. Was hast du denn in den letzten Wochen gemacht mit deinen Tags? Ja, man hat es ein bisschen schon in diesem Teaser-Video gesehen. Also eine Idee, die ich hatte, um einfach mal das Beispiel Links aufrufen zu demonstrieren, habe ich so einen kleinen Tag mit ganz wenig Speicherkapazität mit einer URL beschrieben und habe den hinten auf ein Bild geklebt, das ich gezeichnet habe, sodass man entsprechend, wenn man jetzt zum Beispiel eine Galerie oder eine Ausstellung hat, könnte man sagen, gleich vielleicht am Eingang, wenn Sie weitere Informationen dazu haben wollen, dann können Sie per NFC oder entsprechend QR-Code, das setzen wir jetzt mal gleich, damit wir es nicht immer dazu sagen müssen, Informationen aufrufen und dann habe ich eben einen Link direkt zu dem Blogartikel, wo ich den dann eben zum Beispiel auch noch weitere Versionen des Bildes habe und Informationen zur Entstehungsgeschichte. Das wäre so ein Ding, wo man jetzt auf eine Website verlinken kann und praktisch das in der echten Welt den Gegenstand mit einer virtuellen Information verknüpfen kann. Das ist cool, ja. Ich habe zum Beispiel in meinem Gästezimmer jetzt neben dem Aufkleber, also bei meinem Router war für den WLAN-Schlüssel und so Aufkleber dabei, wo der Schlüssel draufsteht, habe ich ins Gästezimmer geklebt und daneben auch so ein NFC-Tag, den ich darauf programmiert habe, dass sobald man sein Handy da dran scannt, dass die WLAN-Informationen eingerichtet werden fürs Gäste-WLAN. Nochmal wirklich nur eine Sekunde, man muss nicht noch irgendeinen komischen Code abtippen und irgendwelche WLAN-Einstellungen einstellen, einfach Code scannen und dann hat man die WLAN-Informationen auf seinem, also als Gast auf seinem Handy. Super. Dann habe ich noch ausprobiert einen klassischen Fall, der auch in einigen Apps schon so vorgedacht ist und vorbereitet, nämlich im Auto, das hatten wir auch in dem Interview, das hat der Tarek ja auch erzählt, im Auto habe ich in die Halterung für mein Smartphone auch einen Tag reingeklebt. In dem Fall habe ich jetzt nur darauf gespeichert, dass die Maps-App gestartet wird. Wir haben ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen, man könnte jetzt auch, wenn man jeden Tag, naja gut, das ist Quatsch, aber man könnte auch einen festen Ort einprogrammieren, aber ich glaube, so Strecken, die man täglich fährt oder regelmäßig, die hat man auch irgendwann dann im Rückenmark abgespeichert. Aber theoretisch möglich wäre es, natürlich im Interview auch genannt, dann vielleicht Musik noch, Spotify oder irgendeine andere Musik-App starten oder den Podcatcher automatisch aufrufen oder auch gern genommen WLAN deaktivieren. Da war mir jetzt noch nicht klar, wenn ich jetzt irgendwo bin und das Handy das zweite Mal da einklinke. Also es gibt, glaube ich, bei manchen Apps die Option an und aus, also dass du das WLAN beim ersten Mal ausschaltest und beim zweiten Mal an oder umgekehrt. Immer das Gegenteil, ja. Immer das, was es gerade nicht ist. Der liest es aus, genau. Wie der Status ist und macht das Gegenteil davon, ja. Das wäre ja blöd, weil wenn ich dann irgendwo bin und wieder zurückfahren will, dann schaltet das wieder an. Also da hätte ich, glaube ich, dann gerne nur aus oder wenn es aus gibt's ist, aber auch, dann ist also gibt es drei gut. Versionen, ne? Entweder an oder aus oder immer das Gegenteil. Kannst du in so aus, wie du es gerade brauchst, drauf programmieren. Gut, habe ich aber erstmal gelassen, weil da habe ich auch eine Lösung mit if this then that. Kommen wir ja gleich nochmal drauf. Das ist ein gutes Stichwort. Es gibt auch übrigens so, es soll ja ominöserweise auch irgendwelche Blitzerwarner-Apps geben, die man ja auch gern vielleicht vergisst, beim Losfahren zu starten. Auch sowas sollte, auch wenn es natürlich, wir raten absolut davon ab und es ist verboten und nein. Ist nicht erlaubt, ne? Aber würde funktionieren. Da hätten wir dann eben den Fall, dass man auch mehrere Sachen gleichzeitig startet, aber ich wollte es erstmal übersichtlich halten und eben habe nur diese eine App erstmal aktiviert. Genau, Nachtmodus hatten wir, glaube ich, in der Teaser-Folge auch schon besprochen, dass ich einen Tab auf meinem, oder ein Tag, jetzt sage ich auch schon Tab, einen Tag auf meinem Nachtschrank platziert habe, sodass ich, wenn ich mein Handy abends dahin lege zum Laden, dann macht er das Handy lautlos und die Display-Helligkeit runter und stellt den Wecker morgens, weil ich immer zur gleichen Zeit aufstehe. Ah, auch sowas ist möglich. Aber du hast gerade schon FTTT angesprochen. Ich glaube, wir erklären jetzt FTTT nicht nochmal. Wir haben das schon mal in mehreren Folgen, glaube ich, schon referenziert und darauf hingewiesen.
In einem Satz, FTTT ist ein Dienst, mit dem ich das Internet automatisieren kann, nämlich if this, then that. Ich definiere ein Ereignis und definiere, wenn das eintritt, was dann passiert. Und ein Ereignis wäre zum Beispiel, ich scanne einen NFC-Tag. Und ja, was dann passiert, kann man steuern. Wir haben es geschafft, FTTT zum Laufen zu kriegen. Es gibt keinen NFC-Channel, den ich freischalte und dann, wenn NFC gescannt wird, dann mach bitte was. Das bietet FTTT nicht an. Aber mit einem kleinen Trick ist es trotzdem möglich. Und so habe ich jetzt beispielsweise auf mein Armband FTTT programmiert, dass jedes Mal, wenn ich das Armband scanne, er in eine Google-Tabelle, Google Docs, Google Tables, wer ist das? Google-Tabelle. Einfach einen Eintrag macht mit dem aktuellen Zeitstempel, wann ich den Tag gescannt habe. Kann ich jetzt zum Beispiel verwenden, wenn ich mir Informationen darüber verschaffen möchte oder einen Überblick über den Tag verteilt, wie viel Wasser ich trinke. Immer wenn ich ein Glas Wasser getrunken habe, kann ich mein Armband scannen und dann macht es einen neuen Zeitstempel und ich kann genau sehen, wie viel Wasser ich an welchem Tag getrunken habe und oder ich sehe auch abends, oh, ich habe zu wenig getrunken. Soll aber auch so ein Durstgefühl soll es ja auch geben, das sagt einem das auch. Aber es funktioniert damit. Ich könnte auch auf einer Party zählen, wie viel Bier ich getrunken habe. Genau. Könnte man, wenn man jetzt eine feste Trinkflasche hat, auch den Tag direkt auf die Flasche machen. Aber Armband geht natürlich auch. Ja, vielleicht in ganz groben Zügen erklärt, wie es geht, wie du es gemacht hast. Also nur in 2-3 Sätzen. Das ist doch ein bisschen umständlicher, aber. Ja, in 2-3 Sätzen. Es gibt einen Service, der nennt sich Maker Channel. Maker ist eine freie Programmier- und Nerd-Selbst-API-Schreib-Plattform, sage ich mal. Es ist ein bisschen sehr kompliziert. Wir verlinken euch auch eine Anleitung in den Shownotes, mit der hast du es selbst du hingekriegt, ne? Genau. Ja, ich habe es erst so, du hast mir das erzählt und ich kannte das vorher nicht, aber nachher mit der Anleitung habe ich es auch hingekriegt. Also man muss sich auf diesen Maker-Plattform einen Account registrieren, das ist alles kostenlos und dann erstellt diese Maker-Plattform für einen selbst eine URL und eine Webadresse und an einer bestimmten Stelle in dieser Adresse baue ich dann den Namen ein, den ich bei FTTT vergebe. Beispielsweise heißt mein Name NFC-Counter. Und dann habe mir ein Rezept angelegt bei FTTT, NFC-Counter, habe gesagt, wenn die URL beim Maker Maker irgendwas / NFC-Counter / noch irgendein kryptisches Passwort. Und wenn diese URL aufgerufen wird, dann soll er bitte einen Eintrag in der Google-Tabelle schreiben. Man kann da natürlich als Ergebnis, was er machen soll, wenn es gescannt wird, wenn diese Adresse aufgerufen wird, alles Mögliche hinterlegen. Ne? Auch da ist dann wieder denkbar, einen Tweet zu schicken oder ich habe lange überlegt, was denn wirklich sinnvoll wäre, bei FTTT anzusprechen. Da ist mir so viel nicht eingefallen. Aber so Logging fand ich ganz cool. Ja, also das ist sicher eine Sache, mit der man ganz verschiedene Sachen machen kann. Ich hatte so überlegt, wenn man jetzt auch Sport, wenn man jetzt so große Runden läuft, dann könnte man, wenn man jemanden oder das Telefon irgendwo erreichbar für so ein Armband zum Beispiel am Rand aufhängt oder jemand hält es hoch, dann könnte man so seine Zeit nehmen, wenn man jetzt große Stadionrunden läuft, so erste Runde, zweite Runde, dritte Runde. Ja, stimmt. Oder vielleicht auch für irgendwelche Spiele, wenn man jetzt so eine Art Schnitzeljagd macht oder moderner hier Geocaching, dann könnte man da auch zum Beispiel festhalten, wie oft zum Beispiel jemand an einem Ort war oder da kann man sicher auch noch mehr Sachen machen, also zum Beispiel bestimmte Ereignisse, bestimmte versteckte Webseiten aufrufen, wenn man jetzt irgendwo so einen Schatz findet und da ein NFC-Tag rein tut in das Kästchen oder so. Da könnte man sicher auch noch mal coole Sachen machen. Und FTTT hat ja auch sehr viele, Smart Home-Anbieter mit auf der Seite, die getriggert werden können. Ich könnte zum Beispiel also auch sagen, wenn ich mein Armband scanne, dann soll er meine smarte Lampe anmachen oder meine smarte Heizung anmachen oder soll mir einen Kaffee kochen mit meiner smarten Kaffeemaschine. Also da gibt's alle möglichen Dienste, die ich jetzt selber zu Hause nicht habe. Diese smarten Dinge habe ich nicht, aber die könnte man dann damit auch steuern. Und ich glaube, Armband scannen und der Kaffee macht automatisch eine Kaffeemaschine macht einen Kaffee, das wäre schon geil. Mhm. Oder mach die Heizung an oder aus, immer wenn ich es. Ja, genau. Es gibt, glaube ich, sogar Steckdosen. Da kannst du dann eben im Grunde alle Geräte aktivieren, wo geht. Genau. Also nochmal in Kurzfassung: Mit diesem Maker-Channel erzeugt man eine
Webadresse, eine URL. Man kann auch mehrere entsprechend mit bestimmten Bezeichnungen erzeugen. Also man kann dann eben auch mehrere Programme für unterschiedliche Tags starten. Diese URL kopiert man dann auf den Smart, auf den NFC-Tag und definiert dann noch, wenn man diese URL aufruft, was passieren soll. Das macht man dann wieder in if this, then that. Und ja, dann sollte es, sobald man diese URL aufruft, das kann man dann im Grunde auch im Webbrowser machen, aber der Witz ist ja jetzt, diese Tags einzusetzen, damit löst man dann das Ereignis aus. Genau, also NFC ist eigentlich da nur das Trägermedium. Man kann diese Adresse einfach so anklicken oder neu laden, dann macht er jedes Mal das Ereignis. Aber wenn es auf so einem Tag ist, dann kann ich halt beim Öffnen der Adresse, also macht er auch ein bisschen den Browser auf und sagt irgendwie, das Event wurde ausgelöst auf der Webseite und dann ist es fertig. Dann hatte ich noch in der ersten Folge erwähnt, dass ich hier auf meinem Drucker so einen NFC-Tag habe. Das habe ich mittlerweile auch ausprobiert. Man muss, und das hatte ich ja schon angenommen, auch eine App installieren auf dem Telefon. Der Vorteil ist aber, dass der Rechner dann nicht an sein muss. Also wenn man das Dokument oder Bild auf seinem Smartphone hat und jetzt noch praktisch auf dem Weg nach draußen feststellt, dass man jetzt noch eine Rechnung oder irgendeinen Zettel ausdrucken wollte, dann muss man eben nur den Drucker einschalten, aktiviert dann auch natürlich die NFC-Funktionalität, ruft das Dokument aus und dann entsprechend gibt es natürlich Verknüpfungen zu dieser App und kann die dann per NFC auf den Drucker übertragen. Das dauert natürlich, wir hatten darüber gesprochen, die Datenübertragungsraten sind jetzt auch nicht fantastisch. Das heißt, wenn man jetzt die absolut hoch aufgelösten Grafiken ausdrucken möchte, dann könnte das einen Moment dauern. Aber ein Textdokument in der Regel hat ja nur ein paar Kilobyte. Das ist dann relativ schnell auf dem Drucker und kann dann direkt ausgedruckt werden. Das ist ziemlich cool. Ein weiterer Anwendungsfall, den mir die Jungs da von NFC 21 vor Ort noch gesagt haben, zum Beispiel oder gezeigt haben, ist ein Diebstahlschutz. Auch wieder in Kombination mit der Cloud oder mit einem anderen Dienst. Die haben zum Beispiel Skateboards Diebstahl geschützt in der Form, dass sie einen NFC-Tag in das Holz eingearbeitet haben. Kriegst du natürlich nicht raus, ohne das Skateboard kaputt zu machen. Aber du kannst durch das Holz, durch die Oberfläche den Tag scannen. Und man kann halt online als Besitzer des Skateboards, wenn es einem abhanden kommt, sagen, sobald die URL gescannt wird, dieses Skateboard wurde gestohlen. Funktioniert natürlich, war jetzt nur das Beispiel, funktioniert natürlich für alles, ne? Also wenn man irgendwie ein Skateboard kauft oder einen Artikel kauft, auf dem so eine Diebstahlsicherung integriert ist, kann ich das scannen und sehe, ob es als geklaut definiert oder ja, markiert wurde oder ob es legal erworben wurde. Mhm. Setzt natürlich voraus, dass man weiß, dass da irgendwo ein Tag verarbeitet ist oder eingearbeitet ist, beziehungsweise der Verdacht muss ja schon mal da sein und dann die Information, dass man das auslesen kann. Aber im Prinzip, wenn du der Besitzer bist und das Produkt jetzt irgendwie wie ein Skateboard, die sind ja meistens dann auch individuell bedruckt und dann denkst, okay, hier auf eBay hat einer das angeboten oder so, dann könntest du da vielleicht für sorgen, dass jemand das mal verifiziert über den NFC-Tag. Und entsprechend dann Maßnahmen einleiten. Ist dann über der Stelle, wo das Tag eingebaut ist, ist halt das NFC-Logo. Aber da hatten wir im Interview auch drüber gesprochen, dass wie man transportiert, dass da was zum Scannen ist und was NFC ist und dass das ziemlich schwierig ist. Also wenn es dann irgendwann jeder das Logo kennt, dann also es sieht aus wie so ein N oder wie so ein Z, je nachdem, wie rum man es hält, ne? So ein komisches geschnörkeltes. Dann muss es halt darüber gehen, da ist irgendwas mit NFC. Aber dafür muss es sich halt erstmal in der Bekanntheit erhöhen. Ja. Ja, das war doch schon okay. Eine ganze Menge, oder? Ja, eben. Ich gucke jetzt noch mal gerade. Es gibt natürlich hier NFC-Tags, sehe ich jetzt gerade bei den Proben, die ich jetzt hier habe, noch auf so, auf so Kabelbindern. Da könnte man zum Beispiel auch für bestimmte Geräte oder irgendwelche anderen Dinge dann auch sehr einfach noch mal Informationen platzieren. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen großen Schrank mit Kabeln oder sowas hast, könntest du einzelne Kabel vielleicht oder Kabelstränge damit auseinanderhalten und so weiter und so fort. Ja, und so, also, Schlüsselanhänger gibt es, ne? So aus Metall oder aus PVC, so aus so Feste, die man mit an Schlüssel machen kann. Also es müssen nicht so ganz kleine, dünne Aufkleber sein. Die gibt es halt auch in schicker. Aber da habt ihr ja, jetzt haben wir ja oft genug Werbung gemacht, die Möglichkeit, mit dem Gutscheincode zu euch durchzuprobieren. Genau. Cool. Ja.
Hoffentlich haben wir euch da ein paar interessante Anregungen gegeben. War jetzt nichts Exotisches, glaube ich, dabei, aber so ein paar Ansätze haben wir ja noch. Ich hatte noch ein paar Ideen, die ich nicht ausprobiert habe, aber die vielleicht spannend wären, aber die vielleicht auch schon irgendwo eingesetzt werden, zum Beispiel Bücher, also echt in der echten Welt Bücher mit einer E-Book-Version per NFC-Tag hinterlegen. Das dann praktisch, wenn man die Bücher im Regal haben möchte noch, so aus nostalgischen Gründen, aber in diesen staubigen, stinkenden Blättern, Totholz nicht mehr rumblättern möchte, könnte man da einen NFC-Tag im Buchrücken oder dann eben auf der Klappe verstecken und kann dann entsprechend mit dem Tablet, wenn es NFC-fähig ist, oder mit dem Smartphone dann die E-Book-Version aufrufen. War noch so eine Idee. Es war eine Idee von dir oder hast du irgendwo gelesen? Das war eine Idee von mir, aber die klingt jetzt nicht so exotisch, dass es das nicht geben könnte. Wäre vielleicht eine Sache auch für Büchereien, die dann eben die Bücher zwar im Regal stehen haben, aber zum Ausleihen brauchst du dann nur noch dein Handy dran halten. Ja, oder du hast einen, also ich könnte mir auch das sogar noch weiter vorstellen, du läufst zwar durch die Bücherei oder durch so einen Buchladen, ist ja immer ganz schön zu schmökern, du willst das Buch aber nicht als Buch kaufen, du willst es zwar im Bücherladen durchblättern, aber du hast dann halt einfach dein Armband oder dein von der Bibliothek ausgeteilten NFC-Leser, der mit deinen Kontaktinformationen beschrieben ist, und dann sagst du, dieses Buch möchte ich gern in der Bibliothek ausleihen, scannst das direkt am Buch und es schickt dir dann die E-Book-Version oder den Zugriff auf die E-Book-Version direkt per E-Mail oder auf dein Smartphone, und du kannst das Buch im Laden lassen, kannst es trotzdem zu Hause lesen. Und dann läuft es nach 4 Wochen wieder aus, die Berechtigung, das zu lesen zum Beispiel. Aber dann kannst du das, beide Welten kombinieren, du kannst es zu Hause lesen als E-Book, aber kannst im Laden mal durchschmökern und blättern. Das wäre jetzt so die Variante NFC mit Dateien verknüpfen. Das hatten wir jetzt ja, also wir haben jetzt sehr viel mit Links, mit URLs gearbeitet. Aber mit Dateien gibt es natürlich dann auch noch Möglichkeiten. Vermutlich müsstest du da aber auch über eine URL gehen, um einfach die Berechtigungen zu prüfen, ob man das jetzt lesen darf und du Bibliotheksmitglied bist nach einem Login oder so. Und wahrscheinlich nicht direkt auf die E-Book-Datei. Aber ja, gibt's ja noch nicht, zumindest kenne ich es noch nicht, und da sollen sich dann andere Leute Gedanken drüber machen. Genau. Also es gibt's, glaube ich, schon so in zumindest für die Buchung, dass in den Büchern ein Tag drin ist, dass die dann bei der Ausleihe entsprechend die Informationen auslesen können, aber so jetzt, dass man damit ein virtuelles Buch verbindet, das habe ich also auch noch nicht gesehen. Andere Idee hatte ich noch, dass auch mit einer URL arbeitet, wenn man jetzt zum Beispiel eine Grußkarte oder zum Beispiel Anwendungsfall ist jetzt nicht so häufig, aber zum Beispiel wir haben ein Baby und haben schon ein niedliches Babyvideo gemacht und dann eine Karte verschicken, wo vielleicht vorne ein Foto drauf ist. Und per NFC-Tag könnte man dann direkt zu einem YouTube-Video verlinken, dass die Verwandten und Freunde direkt dann nochmal als Bonus ein kleines Video dazu bekommen. Ja, oder zu einer Einladung, zu einer Party, ne? Du kannst dann entweder, auch wenn da eine URL hinterhängt, die man anpassen kann, machst du halt, sobald die Einladung, also bevor der Party, navigiert es dich halt hin zur Party, steht die Adresse mit drin beim Scannen oder ein Kalendereintrag, den du ja in deinen Kalender dann übernehmen kannst. Und nach der Party kannst du die URL ändern und verlinkst dann die besten Partyfotos. Und dann können alle Gäste, die die Einladung haben, danach noch die Partyfotos anschauen. Genau. Sowas. Und zum Thema Post hatte ich noch die Idee, du hattest ja gesagt, irgendwie diese Textbefehle sind vielleicht nicht so spannend. Aber wenn man jetzt irgendwelche spannenden geheimen Informationen per Post verschicken will, könnte man auf einen Brief zum Beispiel noch einen NFC-Tag draufkleben und da dann geheime Geheimnisse draufschreiben, das vielleicht noch mit einem Passwort sichern, dass man getrennt dann der Person noch mitteilt, und könnte dann mit der Post einmal das Offensichtliche verschicken und dann versteckt vielleicht noch mal unter der Briefmarke, vielleicht sogar wie in so einer 3-Fragezeichen-Geschichte, dann nochmal den geheimen Code oder sowas. Ich merke schon, es wird Zeit, dass wir mal eine Trick 17-Detektiv-Folge machen. Ja, das wäre noch eine Idee. Mit den coolsten, ominösen Geheimnissen und Tricks aus Lifehacks. Und nein, Zitronensaft wird da, das Wort Zitronensaft wird nicht fallen. Vielleicht Geheimtinte.
Ja, ich glaube, ja, das ist jetzt auch eine ganze Menge gewesen. Wir freuen uns natürlich auch, von euch weiterhin zu hören, ob ihr denn ausprobiert habt, ob ihr denn Tags vielleicht noch in anderen mit anderen Anwendungsfällen zu Hause im Einsatz habt. Schreibt gern Kommentare auf trick17-podcast.de oder folgt uns auf Twitter bei _trick17 und lasst uns in Kontakt bleiben. Wir werden bald wieder von uns hören lassen mit einem ganz anderen Thema. Genau. Wird zumindest nichts Technisches, sondern wieder mal was Haptisches mit Hand und Fuß. Aber basteln. Basteln, genau. Basteln 2017. Genau. Jo, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir bleiben in Kontakt. Nech. Kleiner 3. Ben und Kai. Tschö. Ciao, ciao.